C'est une question qui n'est pas forcément Die Frage ist nicht so einfach zu beantworten, wenn man lange Karriere hinter sich hat und dann die ganzen Match so lassen Revue passieren. Ein besonders schönes Erlebnis war sicher 2005, damals mit der AGI Auxerre gegen Lens. Da habe ich das Goal gemacht. Das habe ich nicht so viel Mal geschafft. Ich habe damals von 35 oder 40 Metern geschossen und getroffen. Im gleichen Match habe ich sogar noch den entscheidenden Pass zu einem weiteren Goal gespielt. Da bin ich als Verteidiger für einmal ein bisschen im Rampenlicht gestanden. Für mich persönlich war das schon noch ein Höhepunkt. Alors, il y a beaucoup de moments difficiles, hein, parce que il y a souvent. Es gibt häufig schwierige Momente in einer Karriere. Meistens sind es Verletzungen. Sienta sind so schlechte Leistungen. Bei einem Match mit Auxerre im Pariser Parc des Princes habe ich mich schwer verletzt. Da ist man schnell einmal frustriert, wenn man danach seinen Sport nicht ausüben kann. Nach einem Zusammenprall mit einem Mitspieler hatte ich drei Knochenbrüche am Kopf gehabt. Und dazu eine Verletzung unter dem Auge. Das ist sicher meine schlimmste Erinnerung, weil es schmerzhaft war und ich nachher als Schütze nicht mehr spielen konnte. Plus mauvais souvenir parce que c'était douloureux et puis, puis j'étais longtemps hors des terrains. Les premières années au FC Sion, où, quand on jouait avec Vicky, avec, avec Milton. Die ersten Jahre beim FC Sitte, wo ich mit Spielern wie Vicky, Milton, Merieux, Samba, Quentin, Lonfa oder Lehmann gespielt habe. Ich vergesse da noch häufig. Das hat mich schon geprägt, weil ich die Spieler früher im Fernsehen gesehen habe und als Butch in der Schmatsch schaue. Oder das erste Jahr mit Auxerre. Das hat mich schon beeindruckt, mit was für Spielern, dass ich dort zusammen in der Mannschaft war. Mit Djibril Cissé zum Beispiel. Am Anfang beeindruckte das. Später waren das die ganz normalen Mitspieler. Das wird schnell zur Normalität. Mon meilleur souvenir en équipe de Suisse, c'est ce fameux but contre la Grèce à la 83e. Meine schönste Erinnerung an die Schweizer Nationalmannschaft ist sicher das berühmte Goal, das ich in der Qualifikation zur WM 2010 gegen Griechenland gemacht habe. Dieser Match musste unbedingt gewinnen, für es an der Endrunde zu arbeiten. In der 83. Minute war es, nach einem super Freistoß vom Hakan Yakin. Dann musste ich nur noch meinen Kopf verlängern. Das hat schon gelangt, für das Goal zu machen. Am Schluss haben wir 2:0 gewonnen und haben uns für die Weltmeisterschaft qualifiziert. Das war eine grosse Freude und für mich persönlich ein super Gefühl, dass ich als Verteidiger euch offensiv etwas dazu beitragen kann. C'est sans aucun doute un des moments certainement les plus douloureux de ma carrière où quand on est blessé. Es ist ganz klar 2005 in Istanbul gsi, wo ich mit einem WM-Qualifikationsspiel gegen die Türkei angegriffen und verletzt habe. Das ist nicht spurlos an mir vorbeigegangen. Da habe ich nachher ein paar schlaflose Nacht gehabt. Das sind Sachen, die will man in dem Fußball und sonst nicht erleben. Wenn man in Schlägerei verwickelt wird und nichts dafür hat. Ich musste damals in Istanbul ins Spital, wo ich mich operiert habe. Das ist bei weitem die schlechteste Erinnerung. Klar, auf dem Platz müssen wir immer mit einer Verletzung rechnen. Schon das ist nicht einfach. Aber außerhalb vom Feld angegriffen zu werden, das war ein schlimmer Schock. Touché hors du terrain et puis psychologiquement c'est beaucoup plus difficile à revenir. Oh alors bonne question, je suis déjà très content d'être dans les 100 premiers, donc voilà, j'ai beaucoup de... Das ist eine gute Frage. Ich bin ja schon froh, dass ich in der Auswahl mit dabei bin. Es gibt Häufen, wo der Preis verdient. Zum Beispiel der Vicky, was starkes Palmarès im Ausland hat. Angefangen bei Werder Bremen und seinen weiteren Stationen. Der Sébastien Fournier ist ein weiteres Beispiel. Er ist einer von den Spielern, die kurz vor meiner Zeit aktiv waren. Oder eine Persönlichkeit wie der Jean-Paul Bricker. Er hat mich auch immer fasziniert. Aber das ist wirklich nicht einfach. 100 Jahre sind eine lange Zeit und ich habe nicht alle Walliser Spieler in diesem Jahrhundert erlebt und kennt. De ces 100 dernières années sur le football valaisan. Pour le tout de sa carrière actuellement. Für die Gesamtheit von seiner Karriere würde ich sagen, der Gelson Fernandes.
Er erlebt jetzt Frankfurt in dem Moment gerade seinen zweiten Frühling. Er hat bei vielen Vereinen gespielt, ist ein Haufen gereist. Jetzt ist er aber ein bisschen zur Ruhe gekommen. In seiner Rolle als Captain ist er das Plus für seine Mannschaft.